Darf euer Arbeitgeber eure E-Mails mitlesen? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und kürzlich hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein wegweisendes Urteil für alle Arbeitnehmer, aber auch für alle Arbeitgeber getroffen. Was war geschehen? Ein Mann, der in Rumänien lebte, der ist kontrolliert worden von seinem Arbeitgeber. Ihm war das private Surfen am Arbeitsplatz verboten und der Arbeitgeber hatte eine ganze Zeit lang protokolliert, was er an seinem Rechner macht. Mit anderen Worten, der Arbeitgeber hatte heimlich geschaut, was der Mann so treibt und dabei festgestellt, dass er den Messenger, den er eigentlich zu dienstlichen Zwecken, ich glaube es war ein Yahoo Messenger, nutzen sollte, in Wirklichkeit genutzt hat, um mit seiner Schwester und seinem Schwager zu chatten und noch andere Chats waren auch privater Natur. Der Mann ist daraufhin entlassen worden und hat gekämpft. Vor den rumänischen Gerichten hat er verloren. Er ging dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, hat dann vor einer kleinen Kammer vor einiger Zeit dort verloren. Jetzt aber gewonnen, denn die Richter dort haben gesagt, das funktioniert nicht, dass man einen Arbeitnehmer so voll überwacht. Ja, Vollüberwachung, das bedeutet, dass jederzeit kontrolliert werden konnte, was der Mann hier gemacht hat, welchen Tastendruck er gesetzt hat. Hier ist die Besonderheit allerdings gegeben gewesen, dass der Mensch eigentlich gar nicht privat surfen durfte. Und deswegen sagt hier der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, ja, das heißt jetzt nicht unser Urteil, dass die Arbeitgeber künftig überhaupt nicht mehr überwachen können. Sie müssen nur ankündigen, dass es Stichproben geben kann und sie müssen auch in irgendeiner Weise einen Grund haben, warum sie hier jemanden überwachen. Ja, und damit kommen wir eigentlich schon zur deutschen Rechtslage. Dieses Urteil hat keine unmittelbare Wirkung für uns Deutsche, aber klar, jeder Deutsche könnte hochwandern bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dann würden auch deutsche Fehlurteile, wenn es sie denn gäbe, aufgehoben werden. Eine ähnliche Rechtsprechung gab es übrigens schon vom Bundesarbeitsgericht aus dem Jahre 2017. Da war ein IT-Mitarbeiter, dem hatte sein Chef einen Keylogger installiert. Mit so einem Keylogger kann man quasi alles mitloggen, was insgesamt getippt wird. Ganz praktisch, da weiß man also minutiös, was der Arbeitnehmer da macht. Naja, und damit hat man dann festgestellt, siehste mal, der macht private Dinge auf seinem Rechner und er ist rausgeflogen. Das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, beweist doch mal, dass der private Dinge gemacht hat. Ja, sagt der Arbeitgeber, gar kein Problem, ich habe ja mit einem Keylogger alles mitgeloggt. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht, tja, Pech gehabt, diese Beweise dürfen leider nicht verwendet werden. Die waren nämlich illegal, das war nämlich auch eine einwöchige Vollüberwachung ohne vorherige Ankündigung. Also heißt, dass das Bundesarbeitsgericht der gleichen Meinung ist wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Bedeutet, ihr könnt nicht ohne Ankündigung so einfach überwacht werden. Aber es heißt auch, wenn ihr wisst und das in eurem Betrieb schon mal angekündigt worden ist, dass es stichprobenartige Kontrollen geben kann, dann gibt es für den Arbeitgeber schon die Möglichkeit, mal in eure E-Mails reinzuschauen und zu gucken, was ihr da so tut. Warum? Naja, eigentlich ganz einfach. Es sind ja alles E-Mails des Arbeitgebers. Es können ja gar keine privaten E-Mails darunter sein, denn das private Surfen ist euch ja gerade verboten worden. Und auch was auf dem Rechner ist, kann ja nur etwas sein, was dem Arbeitgeber gehört. Denn alles, was ihr in eurer beruflichen Laufbahn erstellt, dafür werdet ihr bezahlt und es gehört dem Arbeitgeber. Also darf er natürlich auf seine Sachen und seine Dokumente auch draufschauen. Entdeckt er dort dann doch etwas, was irgendwie privat aussieht, dann sagen die deutschen Gerichte, kann er das registrieren, auch protokollieren, darf aber nicht reinschauen. Sieht man also, da ist eine private E-Mail, darf er nicht reinschauen, aber kann protokollieren, da ist eine private E-Mail geschrieben worden. So, und jetzt wird es ganz kompliziert, wenn der Arbeitgeber in der Vergangenheit immer geduldet hat, dass ihr ein bisschen privat surft, dann kann es zu einer sogenannten betrieblichen Übung kommen. Und ihr beweist das, indem einfach die anderen Arbeitnehmer mit Aussagen, eure Kollegen Aussagen, na klar, der hat mir manchmal private E-Mails geschickt, zum Essen eingeladen und er hat sogar erwartet, der Arbeitgeber, dass ich während der Arbeitszeit darauf antworte. Dann hat man eine sogenannte betriebliche Übung und eine Duldung. Und das bedeutet, privates Surfen war erlaubt.
Und dann gibt es auch die Nummer mit den Stichproben nicht mehr. Da muss erst ein ganz schwerwiegender Verdacht gegen euch vorliegen, dass man überhaupt reinschauen kann in eure E-Mails und dann auch nur, wenn ihr anwesend seid. Also dann wird es sehr, sehr kompliziert. Plus in dem Fall, dass privates Surfen erlaubt ist, ist der Arbeitgeber auch noch gleichzeitig Telekommunikationsanbieter und muss noch datenschutzrechtliche Vorschriften noch und nöcher erfüllen. Also wenn ihr Arbeitgeber seid, ist euch das auf keinen Fall zu empfehlen, das private Surfen zu gestatten, obwohl ich natürlich weiß, dass es fast in allen Betrieben so erlaubt ist. So, was ist für euch als Arbeitnehmer zu empfehlen? Ihr solltet die Finger davon lassen, privat zu surfen. Es kann auch zu einer Kündigung führen, haben wir alles hier schon erlebt. Ihr solltet auch nicht die Arbeitsmittel verwenden fürs private Surfen. Also, was ihr hättet als Möglichkeit, in der Pause mit eurem Smartphone privat eure Mails zu checken, ein paar Webseiten aufzurufen, aber doch bitte schön nicht während der Arbeitszeit, denn da kommt noch ein Aspekt hinzu. Ihr schuldet natürlich eure gesamte Arbeitskraft dem Arbeitgeber und deswegen könnt ihr da nicht was anderes tun, eben auch keine privaten Sachen während der Arbeitszeit. Wir haben hier mal einen Fall erlebt, da gab es die Möglichkeit, dass wir auf einen Rechner eines Arbeitnehmers drauf geschaut haben. Wir fanden dann eine Datei, eine Word-Datei, die uns irgendwie komisch vorkam. Und der Arbeitgeber, den wir vertreten haben, hatte schon so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl, sagte, ah, der ist so unproduktiv, lass uns mal drauf gucken, was da auf dem Rechner ist. Und dann haben wir eine Datei gefunden, die fing an mit den Worten, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich einmal während der Arbeitszeit ein komplettes Buch schreiben würde. Naja, wie das ausgegangen ist, könntet ihr euch vorstellen. Das führte zu fristlosen Kündigungen. Also, während der Arbeitszeit bitte auch für euren Arbeitgeber da sein und nicht wild rumsurfen. Eine Vollkontrolle ist jedenfalls nicht gestattet, hat jetzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Wie es euer Arbeitgeber so hält mit dem privaten Surfen, das würde mich interessieren. Postet es in die Kommentare und morgen gibt es hier schon das nächste Video. Danke fürs Zuschauen, gebt uns gerne einen Daumen rauf. Tschüss und bis dann.